Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Stream-Mitschnitt von 7 Days to Die. Der Kojampe probiert mal neue Waffen aus. Und kommt bis jetzt damit so relativ gut durch. Und wir sind immer noch auf der Suche nach irgendeinem Biom. Oh, wir sind schon wieder auf der Westseite. Ja, also ich finde aber, so wirkt das echt wie strategisch gut abarbeitende Map. Das gefällt mir. Oh. Warte, ich wollte gerade. Wo? Und wer? Doch gerade jemand eine Schlange gespawnt. Wo ist die? Oh, gut. Na gut. Wenn es eine Schlange ist, jetzt auch immer war. Die hat Besseres zu tun. Als mit mir zu spielen. Abstimmung? Okay. Ich habe bei den Abstimmungen immer Angst, dass gleich irgendein Angriff kommt, aber das ist jetzt nur eine Silly Boat. So, Pfeil kann ich machen. Eisenpfeile. Mit Pfeilspitze aus Eisen. Kann ich auch schon Stahlpfeile machen? Bogenschießen für Ranger Band 4. Hm, okay. Sag doch einfach nein. Okay. Der Speer wirkt auch echt geil. Bis jetzt. Ich frage mich, wie das später sein wird. Wieso habe ich die Waffen nie richtig gespielt? Den treffe ich! Vielleicht sollte ich bei dir jetzt das Bogenschießen üben. Geil! Ich liebe Riesenköpfe! Hey, da ist noch ein Händler. Ich sehe ihn doch. Gott, wie lange muss ich das Spiel schon spielen, um das zu erkennen aus der Ferne? Muss ich mir jetzt Sorgen um mich machen? Nee, ne? Das da ist ein Händler. Ich vermute hier. Gucken wir mal, wie gut das Augenmaß diesmal ist. Da hinten ist auf jeden Fall jetzt ein anderes Biom. Das kann ich jetzt zu 100% sagen. Aber ich glaube, es ist... Oh yeah. Oh.
Diese Pufsgeräusche, wenn der Ballon sich ablässt, das ist gut. Nicht was zum Verkaufen? Nö, eigentlich auch nicht. Jo. Da hinten Wüste. Naja. Also wir haben es jetzt geschafft, erneut Wüste zu finden. Also habe ich anscheinend einfach genau die falsche Richtung gesucht, um ein neues Biom zu finden. Wie weit ab bin ich mit meiner Markierung? Oh! Finde ich jetzt aber gar nicht so schlecht. Schwarz-Weiß? Das macht die Biomsuche ein bisschen schwierig, ne? Das ging durchs Auge. Ach, grau, jetzt ist es weg. So. Wo sind wir denn map-technisch? Schon bei der Hälfte von Westen und noch im Süden. Das heißt, ich würde mich jetzt wieder ein bisschen mehr Richtung Norden orientieren. Oh! Benutzen? Benutzen? Um 7 überladen. Ah, gut, ich verzichte. Nee, ich verzichte nicht auf das Sandwich. Die kann ich ja noch essen. Ich trinke mal was. Gut. Ich glaube, wir haben hier schon wieder so einen Downtown entdeckt. Recht dicke Straßen, viele Läden. Wirkt so. Das. Warte, ich hab doch noch meine Pistole hier.
Oh, fuck! Oh mein Gott! Gar nicht mitbekommen, die Abstimmung! Okay. Souverän gelöst. Und noch mehr überladen. Also, Archivar, zu deiner Frage wegen den Befehlen. Eigentlich ist gerade alles aktiv, was für meine Game-Stage irgendwie passt. Das ist also so Standard, also der Normal-Spawn, ich glaube Spawn-Normal oder so. Es sind recht viele aktiv, nur halt noch nicht die ganz dicken Großen. Ist natürlich ein bisschen schade, dass du es nicht lesen kannst. Ich glaube aber, ich könnte das HUD minimal vergrößern, bevor es hässlich wird. Mache ich sie mal auf 100. Da, wo sie normalerweise auch mal war. Na, bisschen muss ich runter. Das geht ja gar nicht. Oh. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Aber sie ist jetzt 10% größer. So, willkommen zur Wüste. So, schon wieder im halben Westen. Das heißt, wir können uns jetzt wieder ein bisschen nach Nordosten orientieren. Aber jetzt einfach weiter nach Norden. Wir werden auch mit Sicherheit heute noch irgendwo ankommen. Da bin ich mir wirklich sicher. Weil ich meine, ich glaube, die kleinstmögliche Map-Größe generieren lassen. 6000 mal 6000. Früher ging ja auch mal 4000, aber das geht irgendwie auch nicht mehr. Hatte ich schon. An dem letzten Vanilla-Let's Play in der Staffel, wo ich mit Baumstriker zusammen gewohnt habe, auf den komischen Betonpfeilern. Falls du es gesehen hast. Aber das war direkt an der Grenze zwischen Wüste und Schnee. Das war eigentlich ganz interessant. Das Einzige, was ich, also das, was ich wirklich noch nie hatte, also abgesehen von YouTube oder auch Twitch, ist im Wasteland. Und verbrannt. Juhu, Treffer. Nahrung. Geil, warum habe ich gerade was gegessen? Das ist schon das zweite Mal, dass ich jetzt von der Abstimmung her mit Essen... Was ist das jetzt eigentlich? Habe ich jetzt gerade einen Trichter vom Twitch-Chat direkt in meinen Magen?
Aber es fühlt sich ja einfach. Nicht genügend Ausdauer. Ich sehe Schneebiergebiet. Oh! Da hinten! Das dürfte für euch quasi gar nicht erkennbar sein. Nein, jetzt regnet es auch noch. Treffe ich dich? Ich habe auch noch getroffen. Ha! Ist das ein Helmlicht? Geil! Und ich krieg die Mods auch noch runter. Ciao, danke. So, Licht an. Oh, danke, danke, danke. Ach du Scheiße. Obwohl, ich kann mir... Ach komm. Steroide, gib ihm. Und gegen den Kaktus gerannt. So, ich habe auch das Gebäude gerade gesehen gehabt, wo wir gewohnt haben, weil wir gerade beim Thema waren. Da schon wieder ein Händler. Okay. Ja, da hinten ist es. Nein. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, da hinten die Betonsäulen auf dem Gebäude. Was rennt denn hier in den Stacheldraht? Schmerzensschrei Hase ist echt ein bisschen Sünde. Oh. Wuhu! Oh. Danke. Lenker. Oh, geil. Du kümmerst dich echt gut um mich. Bis jetzt. Danke. So. So. Guten Tag. Wer warst du nochmal? Everything Hugh. Is for sale. Kickpunkt. Hugh. Verkaufen. Das da. Das da. Die da. Fahrradteile behalte ich jetzt mal. Holzbogen. 5000. Ja, gut. Wow, kann ich mir gerade nicht viel leisten von ihm. Selbst wenn du sie böse meinst. Gehört dazu? Aber nö, so weit wäre ich gar nicht. Ich als Zuschauer hätte auch Spaß daran, irgendeinen Scheiß zu machen. Oh, komm! Ich find's so geil, wenn ich mit dem Speer den Vogel treffe. Ja, komm. Oh. Hast du dich quasi im Vorfeld gerade entschuldigt für den Mist? Nein.
Verdammt! Jetzt habe ich auch noch eine Schnittwunde. Hab dich ja auch lieb. Wastelands! Oder? Oh! Nice! Wir müssen uns gleich versuchen, wo wir bleiben. Ich hab dich mal von deinem Kopf befreit. Das könnte doch einfach nur verbranntes Gebiet sein. Oh, oh, danke. Oh, benutzen. Auch direkt neue Steroide. Oh, ist es doch Wastelands? Nee, ne? Ah. Moin. Oh. Es ist Wastelands. Ach du Scheiße. Na gut. Aber das ist keine Siedlung. Und da hinten ist der Eisbär. Ah, wir gehen mal am Rand lang bis zum Schneegebiet. Ich schätze mal, da werden wir vielleicht mehr Glück mit einer Ortschaft haben. Teddybears. Ja, mit denen will ich auch unbedingt kuscheln. Eigentlich will ich auch mal reingucken. Neue Abstimmung? Buff-Abstimmung. Das ist okay. Ich habe eine Schaufel bekommen. Cool. Ich feiere es wirklich total ab, wenn ich die treffe. Quackenburg? Okay. Okay, okay, okay. Wir machen zuerst Quackenburg. Und dann suchen wir uns ein Haus. Du bist durstig. Ja, schön für mich. Oh? Dann trink doch was. Ich möchte jetzt ins Quackenburg rein, hab gar keinen Platz dafür. Wow. Okay. Moin.
So. Da ist doch noch einer. Also mit Schleichschaden lohnt sich das richtig. Okay, vielleicht sind wir für ein Crackerbook einfach nur zu low level. Einfach nur Papier? Okay, das war Rezept für Öl. Steroide hören gleich auf zu wirken. Ich hoffe, ich kann mir direkt danach noch welche reinschieben. Das ist jetzt echt nur Papier, ne? Ja gut, nein, nicht nur, aber es fühlt sich irgendwie so an. Okay, benutzen. Das war jetzt Maisbrot. Oh, Elektrogedöns. Nice. Nicht den Schleichbonus von Leveln? Bestimmt, ne? Bei Wahrnehmung schätze ich mal, oder? Oh, nein. Bei Beweglichkeit? Aus dem Schatten, bist du das? 50% mehr Schaden. Nice. Dann mache ich nur noch mehr Schaden, wenn ich schleiche. Geil. Oh, ich habe ja gerade von euch einfallsreich aktiv, ne? Hier mal ein paar Sachen zu... Na gut, eine Sache zu legen. Weg. Weg. So. Bauplan Eisenspeer. Ach, wie praktisch. Willen ist nicht mal allzu teuer. Nice. Okay, hat sich mal gelohnt. Wir haben jetzt schon einen Plan für einen besseren Speer. Bin sehr zufrieden. Ja, gut, Jagdmesser. Ich gehe da mal weiter. Und nehme noch mal ein bisschen davon. Perfekt. Also das sind so Dinge, die Knüppel. Ich bin gerade froh, dass ich gerade einen Schlafsack gesetzt habe. Cool. Ich gebe einen kleinen Moment. Warte mal kurz, bis sie eventuell weggegangen sind. Nein. Nein.
Gegenstand ist kaputt. Na toll. Scheiße. Ich treff nicht mehr! Nein! Ja gut. Ah! Okay. Okay. Schön. Haben wir das. Da vorne ist Schnee. Da wollte ich hin. Ja, was meinst du mit Kiste bauen und aussortieren? Grundsätzlich ergibt das Sinn, was du sagst? Ja. Aber ich wette, so lange horten, bis ich gar keine andere Wahl mehr habe. Wie eigentlich immer. Ich muss meine Steinaxt hier kaputt machen. Ich habe ja die Materialien dabei, um einfach eine neue zu machen. Schon haben wir wieder einen Slot gespart. Ab in die Eiszeit. Wir müssten jetzt hier nur mal eine Ortschaft finden. Entweder im Kalten oder im Verstrahlten. Das ist ja irgendwie egal. Also, Wastelands oder Schneebiom. Ich habe keinen Schlafsack mehr. Ich möchte nur eine Ortschaft finden jetzt hier noch. Ja, in der Ecke, die nicht diese Ortschaft ist, weil das ist noch in der Wüste. Ja, ich brauche im Verstrahlten brauche ich keine Lampe zum Lesen, genau. Also nach Norden ist noch eine Menge Luft von der Map. Da hinten könnte... Also da hinten ist eine Ortschaft, aber es könnte auch noch Wüste sein. Da ist ein Bär. Wir gehen mal weiter. Noch mal ein paar Steroide wären jetzt unterwegs gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich habe das zur letzten Vanilla-Staffel auch schon mal versucht, im Schneegebiet anzufangen, um den Loot-Bonus mitzunehmen. Kann mich aber auch täuschen, aber das hat nicht gut funktioniert. Das weiß ich noch. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Huh! Danke! Oh!
tragen. Wir bräuchten noch ein Rad und ein Fahrradgestell. Dann könnte ich auch mit dem Fahrrad fahren. Dann wäre das mit dem Innenteil sowieso noch mal ganz entspannt. Habe ich einen Skill? Nö. Ja. Warte, hilft die Fackel nicht? Ja, die Fackel hilft. Oh. Ja, nein. Nee, ne? Ich brauche ein mechanisches Teil. Daran scheitert's jetzt? Ha! Erledigt. Ha! Ja, wie geil! Vielen Dank. Dass aber auch genau das jetzt rausgekommen ist, was ich gebraucht habe, ne? Gehört dir ist kalt. Wie wär's, wenn ich dich warm mache? Okay. Benutzen. Dann kann ich auch das Essen jetzt hier essen, ne? Genau. Nice! Ha! Ja, das war nicht nur Glück, das war unverschämtes Glück. Also von dir einmal genau die beiden Teile, die ich gebraucht habe fürs Fahrrad und dann in dem Müllhaufen direkt nebenan auch noch das mechanische Teil, was gefehlt hat. Das ist kein Glück, das ist frech. Das ist einfach nur frech. Ich hätte gerne eine Ortschaft und nicht so eine einzelne Hütte im Nix. Da vorne ist noch eine Hütte, ne? Oh nee. Gleich tot. Der dämliche Geier. Der war eigentlich jetzt schuld. Und wir haben Nacht. Na, ganz toll. Ich bin richtig begeistert. Thank you.
Woo! Okay. Ich wollte nur aufpassen, dass mir jetzt nicht wieder so ein Geier hinterherfliegt. Lange im Schnee, okay. Sind gleich am Ende bis nach Norden. Und hier ist keine Ortschaft bis jetzt gesehen. Das ist schlecht. Aber wir haben die Biome gefunden, die ich gesucht habe. Das ist schon mal ein relativ wichtiger Punkt. Oh. Habe ich gerade genötet, davon ins Nord schafft? Oh ja, ich glaube. Ah, ich glaube, unsere Glückssträhne geht weiter. Ja, eine Ortschaft. Geil. Das heißt, wir werden uns, sobald es wieder ein bisschen erträglicher ist, häuslich niederlassen. Also ich werde gleich schon mal den neuen Schlafsack machen und den dahin packen. Weil das dann wohl die Ecke ist, wo wir erstmal bleiben werden. Okay, diese Ortschaft scheint gar keine Ortschaft zu sein. Es sind hier nur zwei, drei Häuser. Ha! Das ist ja doof. Gut. Dann geht's wohl weiter mit der Suche. Boah, ich war mir jetzt echt sicher, dass das eine Ortschaft ist, weil von der Ferne man halt mehrere Häuser gesehen. Die sind, ich finde so, Häuser in der Wildnis sind doch recht selten so nah beieinander. Ja, also Strahlemann-Gebiet, um es mal in deinen Worten zu sagen, würde ich nochmal in Betracht ziehen. Aber erstmal machen wir hier nochmal weiter. Ich gebe noch nicht so schnell auf. Guck mal, da vorne ist doch wieder was. Da ist ein Fluss. Gut. Und das ist eine Ortschaft. Da bin ich mir jetzt aber wirklich sicher. Wow. Das war knapp. Alter! Das war echt eine knappe Kiste. Ja! Willkommen in unserer neuen Heimatstadt. Am besten finden wir jetzt noch zufällig einen Händler. Ich finde diesen Turm übrigens sehr attraktiv. Ich glaube, den werde ich mal in Betracht ziehen.
Nochmal zu den Betonklötzen, auf die ich mit dem Bauwerk zusammen gewohnt habe. Hier, das Gebäude hier hatten wir uns richtig schick gemacht. Ich fand, das war von den ganzen Seven Days Häusern, von der Einrichtung her und dem Gesamtfeeling her, mit das Geilste. Das war geil. Ich würde halt gerne mal gucken, ob ich was finde, was mir gefällt. Ach, Bär. Der ist zwar groß, aber in dem möchte ich nicht wohnen. So, ich habe einen Schlafsack in die Crafting-Leiste gemacht. Huh! Hotel, okay. Oh, eine Kirche. Das würde sich auch ein bisschen so wie ein Klassiker anfühlen. Zombie-Apokalypse und dann einfach in der Kirche wohnen. Einen Bergbunker. Hatte ich, bevor ich mit YouTube mal angefangen habe, auch mal versucht zu machen mit dem Baumsteiger zusammen. Richtig mit Landebahn. Das war richtig geil, das Ding. Aber irgendwie... Ich bin da, glaube ich, nie richtig angekommen. War ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht. Einfach 19 war das, glaube ich. Wasserwerk. Oh... Wir sind hier sowas von richtig. Oh Mann. Ja, schrei mich nicht so an. Wo wohne ich denn jetzt? Das ist ein riesiges Gebäude dahinter. Ach, ein großes Pass and Gas? Das Gebäude kenne ich nicht mal. Ja, also Kirche bin ich... Eigentlich ist es von denen, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, auch mein Favorit. Aber ich werde jetzt mit dem Fahrrad noch ein bisschen rumcruisen. Vor allem, weil jetzt einfach noch irgendwie nachts ist. Ich glaube, da hinten ist mein Lieblingsgebäude. Oh, krass. Nee, das hier nicht. Oh, ein Crackerbook. Der große. Ja, geil. Wo ist... Ich hab's doch gerade gesehen hinten. Und mit Lieblingsgebäude natürlich nicht zum Wohnen, sondern einfach nur, da die Baustelle. Oh, danke, Zauberer Graf. Woo! Da ist sie. Oh, ich verbinde so viele schöne Erinnerungen mit dieser Baustelle. Ich weiß nicht, wie oft ich da die Quest schon gemacht hatte. Was ist hier gerade in die Luft geflogen? Naja, okay. Ich wurde geschlagen. Halbi, dafür musst du jetzt leiden. Thank you.
So, es ist jetzt 1.56 Uhr in der Nacht. Und die unendliche Ausdauer ist leider wieder weg. Schade aber auch. Zauberergraf. Ich hatte mich auch ein bisschen gewundert vorhin. Ich wusste ja, dass du arbeiten wirst. So, ich werde mal kurz die Standard-Quest hier machen. Lagerfeuer, okay. Dann haben wir die nämlich mal erledigt. Vielleicht kriegen wir dann ja eine Händlermarkierung in der Nähe. Kilometer. Wir schauen mal. Kilometer klingt ganz schön weit. Ist hier Wüste? Warte mal. Eine Straße weiter, schon wieder Wüstenbiom. Das muss ich sagen, finde ich an diesen random Dingern immer, random Maps immer so anstrengend. Diese wirklich merkwürdigen Biomgrenzen. Nein, ist nicht Wüste. Sieht nur alles gleich aus. Ja, aber gut. Ich wäre jetzt natürlich besser, wenn ich jetzt hier noch einen Händler finde. Hier in der Stadt wird ein Händler sein, da bin ich mir echt sicher. Ich werde da jetzt nicht die 1,5 Kilometer hinfahren. Ich glaube, es hakt. Mal überlegen, da oben meine Lieblingsbaustelle. Ob man auf diesen Stahlträgern gut wohnen kann? Ganz am Ende der Siedlung? Wie kommst du drauf? Oh, guck mal, hier ist auch etwas, was eine komisch quadratische Form hat. Nur ein Gefühl. Da ich ja gerade die Nacht eh nur mit Fahrradfahren beschäftigt bin, werden wir deinem Gefühl einfach mal nachgehen, oder? Ich muss mal kurz was machen. So. Und weiter geht's. So, wir werden jetzt am Rand der Siedlung jetzt einfach fahren. Das komische quadratische Gebäude, was ich gesehen habe. Also dieser Turm wäre bei mir auf jeden Fall so ein Turm, auch in der engeren Auswahl zum Wohnen. Hallo? Okay. Nee, oder? Ah! Jackpot! Oh, warte, nicht zu nah ran, sonst wäre ich wegteleportiert.
Ja, geil. Wir wollen uns jetzt was hier direkt in der Nähe von diesem Händler. Ich schau mal, ob wir hier eine Kirche haben. Dann würde ich deinem Wunsch einfach aus Prinzip nachkommen. Weil die Nähe zum Händler ist etwas, was mir persönlich immer recht wichtig ist. Hey! Das Vieh hat mich gebissen. Ich glaube, dass ich deinem Kirchenwunsch nicht so ganz nachkommen werde. Ja, mit Fahrrad ist es ja nicht so weit. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Kirche war. Also ein paar Meter sind das schon noch. Ich sollte mir vielleicht doch den Händler mal markieren. Oh mein Gott, guten Morgen. Perfekt. Du da bist Händler. Ich noch, wo die Kirche war? Das muss ja hier oben gewesen sein, ne? Hier ist noch recht viel Grau. Ich fahr da mal durch. Messiah? Wow. Einmal den Loot hier abgreifen. Und. Jawohl. Eigentlich geht's schon wieder relativ gut. Das ist also die Kirche, ne? Ah, ich guck gleich mal, wie weit der Händler-Eck in Metern ist. Schau ich mal. Diese Kirche muss ich auch erstmal freiräumen. Keine 500 Meter. Theoretisch Luftlinie. Das ist gut. So. Werter Holzfäller. Komm schon. Oh, Bär. Hey, getroffen. Nicht getroffen. Nice. Was ist die Kirche mit dem Bunker drunter? Ich repariere mal kurz. Wir muss ich gleich mal im Winter mal aufräumen. Ich komme bekannt vor. Ich glaube, ich habe schon mal in der gewohnt. Also ich in per se der hier. Das.
Also es gibt eine Kirche mit Bunker drunter. Ich glaube nur halt, das ist nicht die hier. Ja, gut. Ich habe da jetzt schon so einige Pfeile gerade verschossen. Ich lass mal. Dieser Bär ist ein Problem. Treffer. Dieser Bär ist ein ziemlich großes Problem. Scheiße. Was ist passiert? Ach, Konfetti. Bitte nicht so unglücklich sein, hier wird nicht viel Konfetti kommen. Muss ich mir gleich eine Axt neu machen? Gut. Da habt ihr schon mal euer Konfetti. Oh, Speere nutzen sich 20% langsamer ab. Nice. So, zack, zack. Ich hab Hunger. Das ist ärgerlich. Oh. Wir werden da wohl ein bisschen verhungern. Na gut, ich weiß gar nicht, verhungern tun wir, glaube ich, gar nicht, ne? Okay. Zuckerhintern hätte ich gern aus Prinzip nutzen. So. Kümmern wir uns jetzt um den Bären. Gut, wir kümmern uns erstmal um andere Sachen. Wo ist der Bär eigentlich? Oh! Ist das Ding nicht zwei Block hoch? Okay. Der Bär ist festgezogen. Geil. Schon wieder Glück gehabt. Und wir haben ja einfach einen Automaten gegenüber. Schon geil. Moment mal, ich habe erstmal ein paar Skills. Beweglichkeit. So. Essen. Ja, geil. Dreimal Ravioli.
Ah, ich gehe erstmal rein, gucke, ob ich überlebe, bevor ich das Essen reinpacke. So, ich habe jetzt den Bogen nochmal ein bisschen geskillt und dass wir jetzt mehr Schaden beim Schleichen machen. Gut. Hilft natürlich nicht, wenn man nicht schleicht. Also, wenn man nicht unentdeckt ist. Okay. Die Kirche ist, glaube ich, schon mal gefühlt unsere. Wow. Ich bin mir echt sicher, dass ich für gewöhnlich besser ziele. Stimmt, ich lebe ja noch. Also kann ich auch Ravioli essen. Oh. Das könnte doch die mit dem Bunker sein. Oh, doch, ich glaube, das ist die mit dem Bunker. Nee. Doch. Jackpot. Was haben wir hier noch? Tagebuch des Jägers. Ja, passt schon. Hier. Ich hole erstmal unsere Sachen rein. Ich müsste hier mal noch eine Kiste machen. Ich mache noch mal eine Axt. Angriffsabstimmung. Na scheiße. Angriff ist gerade nicht so geil. Aber naja. Oh, das wird dann jetzt witzig werden. Abstimmung geht aber auch noch ein paar Sekunden. Das passt schon. Holz mit. Oh. Ab geht's. Was gibt's? Partymädchen. Ich habe gerade das Gefühl, die gehen gerade durch. Eine weniger. Ich
Hey. Jetzt wird die auch noch wütend. Woo! Okay. Woo! Okay. Lass mich hier kurz konzentrieren. Falls gerade irgendwas Spannendes im Chat passiert, kriege ich es nicht mit. Ist nicht böse gemeint. Woo! Nice! Oh. Oh, Bogen kaputt. Können wir einen neuen machen? Hey, jetzt gibt es nämlich einen Viererbogen. Wow. Ah! Hier sind ganz schön viele Zombies unterwegs. Danke, Zauberer Graf. Einmal dich bringe ich. Ich wollte den Schlafsack kurz raus reinbringen. Ich habe mich umentschieden. Scheiße. Oh. Danke, das Springen wird mir wahrscheinlich jetzt den Arsch retten. Falls mein Arsch überhaupt zu retten ist. Was wollt ihr denn noch alle hier? So. Problem. Ich habe noch ein paar Eisenpfeile dabei. Ich hoffe, ich kann ihn mit dem Bogen verschießen. Ja, kann ich.
Wir müssen den Bären noch loswerden. Nice. Oh yeah, oh, oh. Alter Bär, du musst hier leider verschwinden. Ich sehe in dir ein Sicherheitsrisiko für mich. Und wenn ich ehrlich bin, ich mag keine Sicherheitsrisiken. Ich hoffe, dass es mit der Schrotflinte anders läuft. Wir sind definitiv nicht bärentauglich ausgestattet. Bär ist weg, der Bär ist weg! Oh mein Gott! Das Messer noch? Ich habe gerade mein Steinmesser nicht mehr, das ist in der Kiste da oben. Guck mal, ob ich es kriege. Ich würde den Bären nämlich gerne looten, wenn wir schon mal hier wohnen. Können wir auch mal gucken, ob wir ein bisschen Fleisch mitnehmen. Na, oh, jetzt sind die von drin auch noch gekommen. Ja. Ist klar, ne? Ich scheine kritisch am Verhungern zu sein. Ich glaube, das mit dem Bärenlooten wird nichts mehr. Ich habe jetzt ein Schild. Hilft mir das? Wahrscheinlich hilft mir das.
Zauberergraf. Danke. Das ist echt nett heute. Das letzte Mal, als ich gespielt hatte mit Fetch-Delegation, wollten sie mich nur alle tot sehen. Das weiß ich noch. Hahaha, so Zauberkraft. Sie hat gerade geschrieben, du stirbst mir hier nicht weg, ohne dass es Punkte für uns dafür gibt. Das finde ich gut. So, wir können jetzt noch mal gucken, ob der Bär noch da ist. Jo, er liegt da noch. Schön, haben wir die Feuerwache aber nebenan auch schon gelootet. Naja, gibt's das nicht gelootet. Ein bisschen von den Zombies befreit. So, das Fleisch können wir uns dann auch schon zu irgendwas verarbeiten. So, ich würde jetzt nochmal gleich versuchen, einen Schlafsack drinnen aufzubauen. Habe ich genug Fasern? Nein, das heißt, ich werde einmal... So. Nehmen wir den Schlafsack jetzt. In ihn rein. Echt? Wow. Das mit meinem Zielen ist noch speziell. So, wo packe ich denn den Schlafsack mal hin? Ach, einfach hier in die Ecke. So, dann kommt der Gebietsschutzblock hier hin. Guck mal. Bossabstimmung? Jetzt? Oh. Ihr kriegt gleich Punkte. Versprochen. Pack. Hm.
Okay, vielleicht. Auch nicht. Oder doch? Meine schönen Fenster, ne? Ich könnte mich nochmal auf der Mauer versuchen zu retten. Eine weniger. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die da jetzt machen. Oh. Okay. Jetzt habe ich gerade nichts mehr, ne? Okay, ich habe vielleicht tatsächlich Hoffnung. Damit durchzukommen. Nein! Nein! Ah, weil ich so am Verhungern war, hätte ich meine Ausdauer besser im Griff gehabt, wäre ich mit der Scheiße wahrscheinlich durchgekommen. Schade. Sehr, sehr schade. Ich habe auch keinen Welpenschutz mehr, sehe ich gerade. Schade aber auch. So, ich nehme den Inhalt der Außenkiste komplett mit. So, jetzt haben wir Ordnung. Pfeile. Bisschen davon. Okay. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Fresh Nate. Nett, dass du so lange dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt plane ich weiter, wie ich gleich sterben werde. Holz. Federn habe ich bestimmt auch noch, ne? Mhm. So. Irgendwo sind Sprengladungen in der Nähe. Ich habe gerade was explodieren hören. Das kann ich. Jupp, ich kann jetzt ein bisschen höher springen. Geil. So. Hier werden uns wahrscheinlich gleich eine Menge Gegner entgegenkommen. Da ist ein Schatten.
Oh. Anscheinend ist Anschleichen bei denen keine Option gewesen. So. Oh, ist das nervig. Ich hätte mich viel lieber angeschlichen, aber ging nicht. So, Gute, du hast deinen Kopf verloren. Okay. Ich gehe mal wieder auf Schleichen. So, Kleidung, die sinnvoll ist. Oh, scheinbar habe ich sie direkt angezogen. Nee, habe ich nicht. Ja, nee. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, das ist eine Falle. War nur einer? Also unsere Kleidung wird besser. So, ich sehe auch gerade, wir sind jetzt für die der YouTube-Mensch ist hier schon wieder bei 1,5 Stunden. Das habe ich jetzt total aus den Augen verloren. Ich würde mal sagen, ich hinterlasse euch jetzt mal einen Cliffhanger. Kirche seht ihr beim nächsten Mal. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und einen weiteren Mitschnitt wird es auf jeden Fall noch geben. Bis dann. Tschüss.